Hey zusammen, Lotus Sun hier und willkommen zu einem neuen Video. Aktuell macht ein Gerücht die Runde, dass Microsoft und Valve schon in naher Zukunft eine Partnerschaft ankündigen können. Dabei entstehen jetzt die wildesten Theorien, dass wir bald Steam-Spiele auf der Series X und S spielen können. Grundlage dieses Gerüchts ist ein Zoom-Meeting von Geoff Keighley zu den anstehenden Game Awards im Dezember, an dem auch Phil Spencer und Gabe Newell von Valve teilgenommen haben. Darum soll es heute um die Frage gehen, sehen wir also bald Steam-Spiele auf der Xbox? Und in diesem Video möchte ich drei Dinge besprechen. Erstens, wer würde davon profitieren und wer nicht, also wer wären die Gewinner und Verlierer eines solchen Deals, denn ja, es gibt Verlierer dabei. Zweitens sprechen wir über die aus meiner Sicht einzige Möglichkeit, wie so etwas zustande kommen könnte. Und drittens, welche anderen Möglichkeiten einer Partnerschaft der beiden Unternehmen gäbe es noch, außer Steam auf der Xbox? Sprechen wir drüber. Doch bevor wir loslegen, wie immer, wenn euch das Video am Ende gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich versuche gerade dem Kanal neues Leben einzuhauchen und dieser kleine Klick von euch hilft dabei mehr, als ihr vielleicht glaubt. Und für mehr Videos von mir gilt natürlich Abo und Glocke, halten euch auf dem Laufenden. Und damit kommen wir ohne weitere Umschweife zu Punkt 1. Gewinner und Verlierer. Wer sind die Gewinner dabei? Ganz klar, zum einen wir Spieler. Wir wären die größten Gewinner dabei. Konsolenspieler hätten plötzlich Zugriff auf Unmengen von Spielen, die vorher dem PC vorbehalten waren, zum Beispiel Strategiespiele oder komplexe Simulationen, also alle Spiele, die Maus und Tastatur quasi voraussetzen und die man nur schwer an eine Controllersteuerung anpassen kann. Ja, die Xbox unterstützt auch Maus und Tastatur, aber nur wenige Spieler nutzen das wirklich, weswegen solche Spiele in der Regel auch nicht oder nur selten für Konsolen erscheinen. Aber nicht nur Konsolenspieler würden profitieren, sondern auch viele PC-Spieler. Seien wir ehrlich, die sogenannte PC Master Race ist nur ein verschwindend geringer Teil der PC-Spiele. Nur wenige haben tatsächlich einen High-End-Rechner, mit dem sie auch die aktuellsten Spiele in nativen 4K bei 60 oder gar mehr Frames in Ultra-Einstellung zocken können. Es werden regelmäßig Steam-Statistiken veröffentlicht, die ein komplett anderes Bild zeichnen. Mehr als 90% aller Rechner, auf denen Steam installiert ist, sind um einiges schwächer als die Series X, deren Grafikleistung in etwa der einer RTX 2080 Ti entspricht. Wenn Steam jetzt auf die Xbox kommt, könnten alle PC-Spieler, die ihren Rechner eben nicht regelmäßig auf den allerneuesten Stand bringen, statt einer teuren Aufrüstung lieber zur vergleichsweise günstigen Series X greifen und so ein relativ günstiges Hardware-Upgrade bekommen. Also PC-Umsteiger würden von einer Steam-Integration auf der Xbox auch profitieren. Sie bekommen ein stärkeres System für wenig Geld und verlieren nicht den Zugriff auf ihre Steam-Bibliothek. Also, wir Spieler würden davon am meisten profitieren. Aber was ist mit Microsoft und Valve? Und da wird es ein wenig tricky. Denn jetzt gibt es zwei mögliche Szenarien, bei denen einer der beiden Partner irgendwie immer verlieren würde. Nehmen wir an, Steam kommt einfach auf die Xbox. Wenn man sich mal die Preise im Xbox Store ansieht und diese mit den Preisen auf Steam vergleicht, dann sollte einem schnell klar werden, dass die Games auf Steam in der Regel 10 Euro günstiger sind als auf Konsole. Das bedeutet, dass Spieler, ob nun traditionelle Konsolenspieler oder PC-Umsteiger, in Zukunft wohl nur noch auf Steam kaufen würden. Das wiederum bedeutet, dass der Microsoft Store auf der Xbox massive Umsatzeinbußen verzeichnen würde. Das führt dazu, dass Entwickler und Publisher weniger Geld im Xbox-Ökosystem verdienen, womit langfristig wahrscheinlich auch der Support für dieses Ökosystem nachlassen würde. Microsoft würde auf diese Weise also im Prinzip den Microsoft Store auf der Xbox zu Grabe tragen und auf so ziemlich alle Einnahmen daraus verzichten. Microsoft wäre in diesem Szenario also der ganz klare Verlierer. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich klingt das nicht sehr plausibel. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass Microsoft an den Spieleverkäufen, die über die Xbox auf Steam getätigt werden, zu einem gewissen Prozentsatz beteiligt wird. Aber auch das klingt für mich nicht sehr wahrscheinlich, und zwar aus folgendem Grund. Ihr müsst bedenken, dass Spieler nicht nur Games kaufen, die auf der Xbox sonst nicht verfügbar wären, sondern natürlich auch die Spiele, die es auf der Xbox gibt. Nehmen wir als Beispiel mal Cyberpunk. Das Spiel kostet auf der Xbox 70 Euro, auf Steam kostet es 60. Wenn ein Spieler dieses Spiel nun auf der Xbox kauft, bekommt Microsoft einen Anteil von 30% an den Einnahmen. In diesem Fall also 21 Euro. Wenn dieser Spieler nun stattdessen auf Steam kauft, dann bekommt Valve auch einen Anteil von 30 Euro, was dann 18 Euro entspricht. Wenn Microsoft und Valve diese Einnahmen jetzt teilen, sagen wir mal faire 50-50, dann bekommen beide Unternehmen nur noch jeweils 9 Euro. Für Valve wäre das ein Verlust von 50%, für Microsoft sogar fast 60. Das heißt, hier würden beide Unternehmen verlieren. Selbst wenn diese Partnerschaft dazu führen würde, dass die Xbox-Verkaufszahlen durch die Decke gehen und wir hier 100 Millionen oder mehr verkaufte Systeme sehen und Microsoft diese Verluste durch die schiere Menge an neuen Kunden ausgleichen könnte, dann gehe ich weiterhin stark davon aus, dass die meisten dieser Kunden PC-Umsteiger sind. Das bedeutet, Microsoft bekommt viele neue Kunden hinzu und gleicht die Verluste aus, Valve hingegen bekommt keine neuen Kunden dazu, weil die meisten nur die Hardware wechseln. Das heißt, in diesem Szenario wäre Valve der große Verlierer und im schlimmsten Fall sogar beide Unternehmen. Deshalb kann ich mir auch das unter den aktuellen Bedingungen nicht vorstellen. Und ich sage absichtlich unter den aktuellen Bedingungen, denn unter anderen Bedingungen wäre es vielleicht doch möglich. Und damit sind wir bei Punkt 2. Denn die einzige Möglichkeit, wie ich diesen Deal zustande kommen sehe, ist,
wenn Microsoft Valve kauft. Wow, Moment noch, nicht gleich abschalten. Ihr haltet das also für unmöglich? Nun, ich nicht. Valve ist ein privates Unternehmen und nicht an der Börse. Dieser Deal könnte schon längst im Sack sein, ohne dass wir davon wissen. Denn die einzigen Personen, die in diesem Deal involviert sein müssen, sind Phil Spencer, Satya Nadella, wahrscheinlich noch Amy Hood und Gabe Newell. Valve ist also ein privates Unternehmen und das muss keine Geschäftszahlen veröffentlichen. Deswegen weiß man auch nicht genau, wie hoch der Wert von Valve im Augenblick ist. Er wird aber aktuell auf ungefähr 10 Milliarden Dollar geschätzt. Ja, richtig. Das ist nicht viel mehr, als die ZeniMax-Übernahme gekostet hat. Also, ich meine, 2,5 Milliarden Dollar ist natürlich viel, aber in Microsoft-Dimensionen ist das nicht viel mehr als bei ZeniMax. Und bei Valve würde man aus meiner Sicht deutlich mehr bekommen als bei ZeniMax. Sagen wir mal so, das PC-Ökosystem von Microsoft, was Spiele angeht zumindest, ist quasi nicht vorhanden. So gut wie kein PC-Spieler kauft seine Spiele im Microsoft Store. Warum auch? Abgesehen von Play Anywhere, das aber auch nur für PC-Spieler mit Xbox so richtig interessant ist, bietet der Microsoft Store keine Vorteile. Abgesehen vom Game Pass für PC. Der wird am Kaufverhalten der Spieler aber auch kaum was ändern. Wenn Microsoft, also Valve und somit auch Steam kauft, dann wird man einfach so über Nacht von irrelevant zum Marktführer im PC-Gaming. Microsoft würde hier also massiv gewinnen. Und was ist mit Valve? Für Valve an sich würde sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern. Aber Gabe Newell hätte dann einen wirklich fetten Scheck in der Tasche und könnte sich im Prinzip zur Ruhe setzen und den anfänglichen Shitstorm, der mit Sicherheit von PC-Spielern kommt, aus der Entfernung von einem karibischen Strand aus mit Cocktail in der Hand im Internet verfolgen. Also würde natürlich auch Gabe Newell gewinnen. Und wir Spieler? Wir gewinnen sowieso dabei, wie ich im ersten Punkt schon gesagt hatte. Und wir wissen jetzt auch, dass es noch weitere Übernahmen geben soll. Satya Nadella hat es selbst bereits angedeutet und diverse Insider behaupten, Achtung, unbestätigtes Gerücht, ja, behaupten, Microsoft hätte bereits eine weitere Übernahme in der Tasche, die man noch vor dem Start der Series X in knapp 3 Wochen verkünden will. Jeder geht hier von einem Studio oder mehreren Studios oder gar einem weiteren Publisher aus. Aber wer sagt denn, dass es nicht genauso gut ein Studio mit einer eigenen Gaming-Plattform sein kann? Ist das also wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Aufgrund der Tatsache, dass Valve ein privates Unternehmen ist, gelten ja auch andere Regeln. Gabe Newell kann im Prinzip jeden Preis verlangen, den er will, und wenn der für Microsoft zu hoch ist, dann würde es allein daran schon scheitern. Es ist ja nun auch so, dass Gabe Newell ein ehemaliger Microsoft-Mann ist. Er hat bei Microsoft gearbeitet, dann ist er weggegangen und wurde eigentlich zum Microsoft-Kritiker und irgendwann auch zum Hasser. Er hat ständig öffentlich über die Windows-Plattform gemeckert, weil es ja ein geschlossenes System ist und das ist total schlimm, als ob Steam so viel offener wäre. Aber sei es drum, in den letzten Jahren hat sich dieser Hass etwas verflüchtigt und heute wissen wir, dass Microsoft und Valve irgendeine Art von Partnerschaft haben und zusammen an irgendwas arbeiten. Wir wissen im Augenblick nur nicht genau, woran. Das kann aber alles Mögliche sein und es muss überhaupt keine Übernahme sein. Und damit sind wir bei Punkt 3. Welche anderen Möglichkeiten außer Steam auf der Xbox gibt es denn noch? Und nun gibt es einige Leute, die sagen, der Game Pass wird wahrscheinlich auf Steam kommen, aber das ergibt für mich nicht so richtig viel Sinn. Den Game Pass gibt's doch schon für PC, warum also eine eigene Version für Steam rausbringen? Dann würde es den Game Pass für Konsole geben, den Game Pass für PC und noch den Game Pass für Steam? Ich weiß nicht, das macht für mich nicht so richtig viel Sinn. Natürlich könnte man sagen, dass der Game Pass für Steam andere Spiele umfasst, vielleicht mehr Spiele umfasst als der Game Pass für PC. Aber wenn das der Fall sein sollte, würde das nicht dem Game Pass für PC irgendwie seine Existenzberechtigung nehmen? Da halte ich es für wahrscheinlicher, dass der Game Pass für PC eine Steam-Integration bekommt. Also dass vereinzelte Spiele von Steam auch im Game Pass für PC landen können, das könnte ich nachvollziehen. Aber einen eigenen Game Pass für Steam, das sehe ich nicht so richtig. Aber ich weiß nicht, ich bin im PC-Thema nicht so richtig drin. Wenn ihr da was seht, was ich vielleicht übersehe und einen Grund kennt, warum das Ganze doch Sinn ergeben würde, schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich bin immer offen für neue Ideen. Was ich aber durchaus für möglich halte, ist eine Steam-Integration in xCloud oder Xbox Game Streaming oder wie es auch immer heute heißt. Also dass ihr in Zukunft mit dem Game Pass Ultimate eure Steam-Bibliothek streamen könnt. Also reines Streaming, zum Beispiel wie bei GeForce Now. Das würde die Attraktivität des Game Pass Ultimate vielleicht erhöhen, greift aber im Prinzip nicht das Ökosystem der Xbox an, weil ja hier nicht lokal gespielt wird, sondern es dabei nur um das reine Streamen geht. Die Spieler, die von Streaming nichts halten und lieber lokal spielen, hören also nicht auf, Spiele im Microsoft Store zu kaufen. Microsoft kann hier die Popularität und den Wert des Game Pass Ultimate erhöhen, ohne dabei dem Microsoft Store auf der Xbox potenziell die Relevanz zu nehmen. Und Steam kann vielleicht von dem einen oder anderen Xbox-Spieler profitieren und von Leuten, die nur reines Streaming nutzen. Und davon wird es in Zukunft sicher auch einige geben. Win-win für beide Unternehmen also. Und auch für die Spieler ein Mehrwert. Also eigentlich win-win-win. Aber auch eine Partnerschaft im VR-Bereich ist durchaus möglich. Wir wissen ja, dass Microsoft an sich kein großes Interesse an VR auf der Xbox gezeigt hat. Phil Spencer hat sich aber dennoch öffentlich sehr positiv über Half-Life Alyx geäußert
Und wenn beide Unternehmen ihre Ressourcen bündeln, um VR weiter voranzubringen, profitiert ebenfalls jeder davon. Microsoft, weil man VR auf der Xbox bekommt, ohne selbst ein Headset entwickeln zu müssen. Valve, weil man die Nutzerbasis vergrößern kann und weil man einen finanzstarken Partner hat, mit dem man zusammen die Technologie weiter vorantreibt. Und die Spieler, weil VR vielleicht dadurch endlich den Durchbruch erhält, den sich viele wünschen. Win-win-win. Ihr seht schon, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie eine Partnerschaft zwischen Microsoft und Valve aussehen könnte, auch ohne Steam nativ auf die Xbox zu bringen und auch ohne, dass irgendeiner dabei der Verlierer sein muss. Was es am Ende sein wird, erfahren wir vielleicht schon bald, vielleicht noch vor dem Launch der Series X und S oder vielleicht auch auf den Game Awards. Es bleibt spannend. Und damit beende ich das Video und nun seid ihr gefragt. Was haltet ihr von dem Gerücht? Ist da was dran? Kommt Steam auf Series X und S? Oder ist eine meiner aufgezählten Möglichkeiten realistischer? Oder habt ihr noch eine ganz andere Idee, was dahinter steckt? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare oder haut mich gleich auf Twitter an, wo ich auch regelmäßig meinen Senf zu allen möglichen Themen rund ums Gaming dazu gebe. Wie gehabt, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wenn ihr glaubt, dass ihr jemanden kennt, der genau dieses Video unbedingt sehen muss, dann teilt es mit ihm. Ich für meinen Teil verabschiede mich und bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Ich bin immer noch Lotus Sun. Und wir sehen uns im nächsten Video.